Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vinted Story hier auf der Singleplayer Map mit dem Cubitech Mod. Und ja, wir werden heute wieder ein bisschen was machen. Im Hintergrund sieht man schon, der Offscreen Julius hat ein bisschen Eisen angesetzt. Kaffee. Der Offscreen Julius hat ein bisschen Eisen angesetzt und wir werden darauf aufbauen. Also nicht an dem Eisen, das dauert sowieso noch eine Weile. Und wir werden erstmal eine Workbench machen, eine erweiterte. Und später dann erstmal hier so ein Steg drauf. Eine Sense ist auch schon vorbereitet. Da werden wir das hier mal ein bisschen wegsensen alles. Und ein Meißel, wie gesagt, ist auch vorbereitet. Wir haben mal sogar zwei. Da werden wir jetzt erstmal ein bisschen was zu tun haben. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. So, mittlerweile ist übrigens auch schon wieder September. Die Zeit rennt, sage ich euch, die Zeit rennt. Wir müssen erstmal eine erweiterte Workbench bauen. Ah, hier die Sichel können wir mitnehmen. Da brauchen wir noch da, genau. Die erweiterte Workbench, ich habe mal nachgeguckt, die wird so hergestellt. So, zack. Da können wir dann später nämlich damit die Sachen erweitern, verbessern, beziehungsweise schneller verarbeiten. Ich stelle die jetzt erstmal hier hin, würde ich sagen. Ja, ich stelle die. Ich kann sie da nicht hinstellen. Ich stelle sie hier hin. Zack. So. Ein Mai. Achso, den Meißel haben wir schon. Wir brauchen noch einen Stock. Wir brauchen einen Stock. Zack. Zack. Gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier ein bisschen Rendezvous. Keine Ahnung, das Rendezvous, das habe ich irgendwann mal gehört. Also seitdem kommt es immer mal wieder durch. Das heißt einfach mal, dass man hier Ordnung macht. Ein wenig Ordnung. Oh. Gut. Das ist hier auf jeden Fall, also man sieht's schon, ne? Das ist die Vinted Story Programmer League. Man erkennt das daran, wie gut man hier, sag mal, wächst das Gras hier schon wieder nach? Ist das so irgendwie so ein Mod? Technisch irgendwas? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch gerade eben hier alles abgesetzt. Ach. Doch. Seht ihr das? Das Gras wächst nach, wenn man das zweimal... Ich glaube, das kommt von der Mod. Wenn man das nicht komplett wegnimmt, dann wächst es nicht nach. Dann wächst es nach. Das ist natürlich mega. Da könnte man theoretisch, sich so eine Wiese gestalten. Wo man dann immer Gras holen kann. Ich meine, wir haben jetzt schon 118 Gras. Das dauert schon ein bisschen. Was ist denn das für ein Symbol da oben? Gras trimmen, Gras entfernen. Alter. Das kommt doch aus einer Mod, oder? Das ist doch nicht im Vanilla-Game so. Oder habe ich das verpasst? Das ist ja mega. Bekomme ich da, wenn ich das trimme? Also wenn ich es erst trimme und dann abschneide, kriege ich da mehr raus? Moment. Das müssen wir mal kurz testen. Wenn ich jetzt sage hier F, Gras trimmen. Ah, okay, gut. Das waren 4 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich jetzt entfernen mache? Das ist ja geil. Wenn ich das erst trimme und dann wegmache komplett, dann bekomme ich mehr Gras raus. Das ist gut zu wissen. Weiß nicht, ob das so gewollt ist.
Aber auf jeden Fall ist es gut zu wissen. Gut, ich mache das mal fertig und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich werde gerade angegriffen von einem bösen Wolf. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Wo kommt der Blitz her? Oh, oh Gott. Ich mach's wie in... Jetzt haut er ab. Haut er ab. Ah, das sind sogar zwei. Seht ihr das? Eieieiei. Eieieiei. So, mal gucken, ob die, die jetzt herkommen. Ich habe leider keinen Speer oder irgendwas, wo ich das, Okay, na gut. Und, ja, das lasse ich ja einfach erstmal. Mal gucken, was die Wölfe noch so tun. Das war jetzt ein sehr, 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 sehr schreckender, Schreckensmoment. Ich habe auch leider gerade keine Bandagen oder irgendwas, was wir machen können. Deswegen werden wir jetzt erstmal mit unserem Plan weitermachen, wie wir, was wir vorhatten. Ist das schon fertig? Hm. Ich dachte, das dauert länger. Na gut. Die Sense können wir erstmal wegpacken. Die brauchen wir uns erstmal nicht mehr. Wir haben gar keinen Platz mehr in unserem... Habe ich nicht irgendwann mal gesagt am Anfang, ich mag das nicht, wenn das alles untereinander klatscht. Naja, gut. Ja, das ist. Ja, das. So ist das halt manchmal, nicht? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das hier. Und den Meißel. Und eine Holzaxt, die haben wir. So, wo ist unsere Kiste? Die ist hier, die Kiste. Gut, alles klar. Ich werde jetzt hier. Ich werde jetzt hier das hier dran setzen und dann werden wir das hier erstmal wieder abbauen und das werden wir mit dem Meißel nochmal bearbeiten. Benötigt einen Hammer. Achso, ja. Achso. Stimmt. Das ist ja seit einer gewissen Versionsnummer. Ist das so, dass wir den Hammer auch noch brauchen in der Offhand? Sonst funktioniert das nicht. Oh. Jetzt können wir das nämlich, tun. Oh, dann machen wir das nämlich so. Und ich denke mal, das sollte so passen. Also nicht allzu dünn. So sieht das ganz gut aus. Und dann bauen wir das jetzt erstmal wieder ab. Und dann können wir das nämlich hier in den vielfältiger tun. Zack. Dann packt man das hier rein. Das so hier. Meißel muss mit Nei. Meißel zum Kopieren benötigt. Ja, der ist da. Und Material benötigt. Ich glaube, so, das geht. Und dann werden wir das jetzt einfach mal, also die Wölfe, die habe ich übrigens letztens schon die ganze Zeit gehört. Aber das klang halt immer etwas weit weg. Also nicht so nah, sondern eher weiter weg. Gut. Das ist fertig. Und dann werden wir das jetzt hier anschließen. Damit wir das nicht wieder wegmachen müssen, werden wir es dann so. Ich glaube, wenn wir das gut treffen, dann sieht das auch ganz gut aus, weil die anderen, ich finde die anderen Bretter, die normalen Halbstufen, finde ich etwas zu hoch. So finde ich das ganz cool. Könnte vielleicht etwas dunkleres Holz sein, aber es ist okay. Es ist okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz. Und da das aus den Planken, aus den Halbstufen geht, mache ich Halbstufen. Oh nee, warte mal, das ist Mammutbaumholz. Nee, warte, wir brauchen Eiche, Eichenstamm. Irgendwo hatte ich doch diese Säge da. Gut, dass man schön cool... Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, deswegen mache ich das erstmal so. Ich finde es gut, dass man halt in einem offenen, geöffneten Inventar, dass man einfach
per Rechtsklick woanders hinklicken kann und sich Zeug holen kann. Das ist ganz cool. Das gefällt mir sehr. So. Ich mach dann mal weiter, ne? Wir kriegen dann wahrscheinlich hoffentlich noch ein paar Skills. Ich sage euch, das dauert ja ewig. Das dauert ewig. Aber ich glaube, das geht schneller, als wenn wir das einzeln pro Halbstufe machen müssen. Der Meißel ist auch gleich am Ende. Nur gut, dass wir zwei gemacht haben. Und ich werde dieses eine noch, wir machen erstmal 50 Stück. So, 50 Stück und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Könnte sein, dass das eventuell schon reicht, nicht? Hier unten drunter sind Drifter, die sich, die vor sich hin driften. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Ich hoffe natürlich nur, dass das, was wir hier gemacht haben, dass das auch ausreicht, um das Feld zu bewässern. Das werden wir dann sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon eine Hacke haben. Müssen wir mal gucken. 18 Stück, das wird knapp. 14. Oh ne, okay, gut. Ha, haben wir sogar noch was übrig. Und ja, das gefällt mir ganz gut. Und jetzt habe ich nämlich was gesehen. Da müssen wir mal gucken. Da würde ich jetzt... Was ist das hier? Das ist Tonsteinschiefer. Ich habe irgendwo, glaube ich, noch Tonsteinschiefer rumliegen. Irgendwo hatte ich Tonsteinschiefer. Da, das ist Tonsteinschiefer. Wenn wir nämlich jetzt Folgendes machen. Dazu brauchen wir den Meißel aus unserem Menü. Wenn wir das nämlich jetzt hier so machen und ich glaube, wir müssen den Hammer noch drüber packen. Nee, müssen wir nicht. Ich glaube, das geht alleine nur mit dem Meißel. Und das nämlich so machen. Mist. Nee, das geht nicht so. So hier? Ah. Wie war denn das? Moment. Meißel. Wenn ich jetzt hier mal den Meißel auswähle, dann könnte ich nämlich mal gucken, weil ich wollte gerne hier sowas hier machen. Ach, andersrum. Klar, logisch. Zuerst der Hammer und dann der Meißel. Das ergibt halt auch irgendwo Sinn, nicht? Und zack. Dann kriegen wir vier von diesen geilen Dingern raus. Und ich glaube, ich hoffe, dass das ein Zaun, dass das zaunähnlich ist. Wenn das zaunähnlich ist, dann kann man da nämlich nicht drüber springen. Mega. Guckt euch das an. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Das ist doch geil, oder? geil ist das doch. So, okay, warte. Dann werden wir das nämlich mal hier vorbereiten, weil ich hatte ja... Da kriegen wir nämlich einen normalen Zaun raus. Der, ja, den könnte man auch nehmen. Aber es ist natürlich cooler, wenn wir das hier so mit diesen Dingern machen. Jetzt habe ich so viel davon gebaut. Ich glaube, die brauche ich halt nicht. Hier würde ich offen lassen, weil da geht es dann rein. Hier würde ich einen Tonstein-Block hinsetzen. Ja, hier würde ich zumachen. Das braucht man nicht. Hier würde ich wieder einen Block hinsetzen. Hier würde ich ein Zaunfeld hinmachen. Da müssen wir mal gucken, was wir da Cooles bekommen. Hier wieder ein Block. Hier würde ich offen lassen vielleicht. Erstmal. Den Eimer würde ich wegnehmen. Moment. Block lassen und hier wieder zu und... Alter, ist das nicht geil? Ist das nicht genial? Wenn der Mod irgendwann nicht mehr funktioniert, dann ja, haben wir Pech gehabt. Dann haben wir überall nur Fragezeichenblöcke. Aber ja, gefällt mir. Gefällt mir super gut. So, okay. Let's go ahead. Tonstein steht bei Bruchstein. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen da ein bisschen tricksen, glaube ich. Ich nehme hier hinsetze, kann man ja hier drüber springen und dann kommen die Hasen drüber. Deswegen werden wir das jetzt hier so machen. Wir brauchen den Meißel nochmal. Und den Hammer in der Offhand. So. Zack. So. Dann werden wir jetzt hier erstmal
das hier so hinsetzen. So, genau. Da kann man nicht. Ich glaube, man kann da nicht drüber springen. So als Tier. Glaube ich zumindest. Das hoffe ich zumindest. So. Ich würde das noch ein bisschen einschrinken. Das ist ein bisschen. Oh, nicht so, dass das hier so ein bisschen besser aussieht. So, genau. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich kann es noch nicht sagen. So, wir machen das. So. Und dann könnte man das ja da drüben hin auch noch kopieren. Dann kann man mit dem Meißel kann man das ja drehen. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was wegnehmen. Damit sich das nicht verbindet. Oder mit den Tieren drüber springen können. Vielleicht ziehen wir das noch ein Stückchen dann nach hinten. Müssen wir mal gucken. Noch ist ja nichts hier angebaut, was irgendwie die Tiere anzieht oder sowas. Ne? Und von daher, ja, ich find's gut erstmal. Ich würde das jetzt erstmal kopieren, hinsetzen und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich hatte jetzt hier ein bisschen weitergearbeitet. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier diese Tonstein, Bruchstein-Dings überall an jeder Ecke gemacht. Und ich habe gerade was Cooles gesehen. Und zwar werden wir Zauntore machen. Es ist gerade ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Ich nehme mal eine Fackel in die Hand. Boah, dann wird es auch wieder ein bisschen heller. Dann seht ihr ein bisschen was. Und wir werden aus den Eichenbrettern und der Säge werden wir so ein Zaunfeld machen. Das habe ich gerade gesehen. Das gibt es aus dem Mod. Ich weiß leider nicht, wie das jetzt nochmal war. Moment, gucken wir mal nochmal. Vertical Blanks Fence Gate. Ach, Mensch, jedes Mal andersrum. Ja, also quasi so rum. Und zwar, zack, zack. Da kriegen wir klar Planks raus. Wenn wir das nochmal schneiden, dann kriegen wir hier Fence Planks raus. Und wenn wir das hier doppelt besetzen, also hier bekommen wir erstmal eine Tür raus. Ich hacke die anderen mal wieder weg, weil ich habe dort normale Zaunsfelder hingemacht. Aber es passte irgendwie nicht so ganz gut. Deswegen werde ich das jetzt hier rausnehmen und setze das hier hin. Moment. Nee, Moment. Ich glaube, wir müssen das nochmal hier reinpacken. Ah ja, genau, richtig. Dann bekommen wir nämlich das Gate raus. So, haben wir eine Tür. Es passt auch nicht ganz so richtig, aber wir werden da vielleicht was Dunkleres finden. Und wenn wir das jetzt hier nämlich nochmal hier reinpacken, ich glaube... wie war denn das? Ich hatte das vorhin... Achso, nee, warte mal, wir können die nebeneinander setzen. Moment. Wir können die nebeneinander setzen, dann verbindet sich das und dann haben wir hier so ein Doppeltor. Das ist ganz cool. Und ich denke mal, das sieht so ganz gut aus. Ja, wir haben es 19 Uhr noch was. Wir gehen mal schlafen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es hell ist. Gut, ich habe noch ein bisschen rumgetrödelt. Deswegen brauchen wir noch ein bisschen was zu essen. Denn ich stand die ganze Zeit mit der Fackel hier rum und das zehrt natürlich an den Kräften. Und wir werden jetzt auf jeden Fall... Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall wieder etwas mit dem Cubitech-Mod machen. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen bauen, weil das gehört ja auch mit dazu zu Vinted Story. Minecraft hätte ich beinahe gesagt, aber das Bauen ist auch essentiell. Wir werden Treppenstufen brauchen. Stufen oder Treppen. Treppen, wie war das nochmal gleich? Wir brauchten Cobblestone, Lehm. Okay, alles klar. Ich habe übrigens hier Lehm gefunden, blauen Lehm. Ja, also, ist mir ja vorhin so aufgefallen. Da hätten wir theoretisch... Oder wir machen mal nochmal ein bisschen was. Zack. So. Kriegen wir 8 Stufen raus. Hätten wir vorhin, wie gesagt, auch nicht loslaufen müssen. Wir hätten einfach bloß mal gucken müssen. So, gucken wir mal hier. Ich habe lange keine Schnecke gesehen. Gut. Hätte ich jetzt nicht so viel machen müssen. Naja, nicht so schlimm. Dann machen wir das eben. Was ist denn nur los hier?
Man sollte nicht versuchen, eine Tür zuzumachen, wenn man Zeug in der Hand hat, ne? Ne, hier machen wir keine. Hier machen wir keine Treppe hin. So. Okay, zack. Gut. Können wir schmeißen. Können wir Steine flitschen lassen. Hui! Das habe ich lange nicht gemacht. Hui! Es ist so witzig, dass das geht. Ja, es ist so witzig, dass das funktioniert. Das ist so cool. Okay, gut. Wie sieht denn das aus, wenn ich das hier mit dem mit der Sense? Das geht nicht. Das kann ich nicht abbauen. Das kommt dann Zeug raus. Jetzt haben wir hier auch schon noch ein Hühnchen drin, scheinbar. Das ist gut. Legt uns vielleicht noch irgendwie ein Ei oder so. Hühnerstall und so. Ach Mensch, wir müssen noch so viel tun. Wir müssen noch so viel machen. Und wir haben schon so viele Folgen gemacht. Und unser Turm, den müssen wir auch noch fertig machen. Eieieiei. Und wir brauchen eine Treppe auf jeden Fall nach oben. Das ist ja furchtbar. Da weiß ich auch noch gar nicht so richtig, wo wir das hinsetzen. Hier habe ich übrigens das Bild hingesetzt, was wir gekauft haben. Nur mal so als Information. Und ich weiß gar nicht, wir brauchen einen Screenshot. Wir brauchen einen Screenshot. Lasst uns den Screenshot zusammen machen. So, das sieht doch so ganz cool aus, wenn ich mich jetzt hier so hin positioniere. F12, ein Screenshot getaked. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für diese Folge. Ich glaube auch Ende der Woche. Müssen wir mal gucken, vielleicht bringe ich auch mal wieder am Wochenende ein paar Folgen. Das könnte man eigentlich tun. In dem Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Nächste Woche dann eventuell wieder Stream. Wobei, ich kann sowas nicht sagen in den Videos, weil ich nicht weiß, wann die Videos kommen. Deswegen bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Macht's gut bis dahin. Tschüss.